Ich bin sehr stolz, meine Damen und Herren, dass mein nächster Gast den Weg heute Abend zu uns gefunden hat. Eigentlich muss ich sagen, dass er sich herabgelassen hat, hier zu uns zu kommen, in diese tiefer gelegte Hochkultur, hier in dieses Comedy- und Quatschzentrum. Denn dieser Mann, meine Damen und Herren, der kommt von der seriösen Seite, der hat sein Handwerk gelernt, der hat im richtigen Moment die Abbiegung genommen in den ernsthaften Journalismus. Er ist Verleger, Herausgeber der Zeitung Der Freitag, ist Kolumnist bei Spiegel Online und bei Phoenix zu sehen, zusammen mit Nikolaus Blome vom Spiegel, von der Bild-Zeitung, wohin er wieder zurückgegangen ist. Er aber ist immer noch bei der Spiegel... Er ist auf jeden Fall heute Abend hier, meine Damen und Herren. Bitte begrüßen Sie Jakob Augstein. Herr Augstein, guten Abend. Hallo. Ich fühle mich geehrt. Schön, dass Sie da sind. Okay. Ich höre, Sie kommen direkt von einer Comedy-Veranstaltung. Ja. Sie haben für Ihren Sender Phoenix haben Sie gerade ein Interview mit Thilo Sarrazin geführt. Ist Blome nicht mehr schlimm genug? Also Sarrazin ist, wenn man mit ihm redet, erstaunlich nett. Ja? Ja, und das ist schwierig dann, weil das, was er sagt, ist nicht nett, sondern unterirdisch, aber so, wenn er da sitzt, dann hat man so ein bisschen Hemmung, draufzuhauen, obwohl man es eigentlich möchte. Aber er ist wirklich, da ist ein großer Widerspruch zwischen dem, was er da, wenn er so alleine im finsteren Keller seiner düsteren Gedanken sitzt, dann kommen da ganz schlimme Sachen bei raus. Und wenn man da so mit ihm redet, ist es okay. Ist es denn... Hitler soll auch ganz nett gewesen sein. ist es denn ein Widerspruch oder ist es ein Trick? Nein, ich kenne ihn natürlich jetzt nicht so gut. Ich bin jetzt auch nicht mit ihm verheiratet und auch nicht sein Therapeut, wo ich nicht weiß, was schlimmer ist. Aber jedenfalls ist das, glaube ich, kein Trick. Der ist echt so. Also der hat, der guckt einen nie so richtig gerade an und dann sagt er und alles wird immer berechnet. Es ist immer um Zahlen und er hat die Zahlen und er hat das nachgerechnet und er kann es ganz genau und so. Und dann sagt man, ja, aber was denn mit den Menschen und was empfinden sie denn? Gibt es nicht auch irgendwie so was mit der Empathie? Und dann werde ich plötzlich so gefühlig, wenn ich mit ihm rede. Also ich verändere mich auch. Aber das könnte ja auch sein Trick sein, dass das Gegenüber nicht mehr richtig traut, sich zuzubeißen. Was macht man in dem Moment? Gibt man dem eigenen Gefühl nach oder versucht man trotzdem an der richtigen Stelle den Anker zu setzen und draufzuhauen? Ich werde dann irre pathetisch. Wie äußert sich das? Naja, dass ich dann immer sage, das sind aber Menschen und wenn sie die lassen sich nicht berechnen und die brauchen auch ihre Chancen, weil es geht ja immer um die Ausländer, wo er sagt, die können sich nicht integrieren, weil das alles Moslems sind und die sind fremd und so. Und dann sagt man, naja, aber Sarrazin ist jetzt auch nicht so ein treudeutscher Name, wo kommen Sie denn eigentlich her und so. Also, naja, dann sagt er aber, ja, meine Familie ist eingewandert vor 500 Jahren, aber die waren damals die Hugenotten, die waren intelligenter als die Brandenburger, zu denen er gekommen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, aber schön, dass Sie da sind. Das ist der Grund, warum das Ding auf Phoenix läuft und nicht im RBB-Fernsehen in der Abendschau. Herr Augstein, für die, die mit Ihrem Werk noch nicht so befasst sind, wir haben einen kleinen Film über Sie vorbereitet und stellen Sie einmal kurz vor. Ein Film im Radio, toll. Ja. Na, Augstein, alte Spaßbremse. Jakob Augstein, wie ihn die Deutschen seit Jahren kennen und lieben. Ein kultiger Comedian und leidenschaftlicher Agitator. Ein Mann zwischen allen Stühlen und das von Anfang an. Jahrgang 1967, geboren im Niemandsland zwischen Babyboomern und 68ern. Geboren als Sohn des Erfinders des endgültigen Satiremagazins Der Spiegel, Rudolf Augstein. Und des bedeutenden Schriftstellers Martin Walser. Wie bei den meisten großen linken Komikern steckte am Anfang auch bei Augstein der Wunsch nach einer seriösen Beschäftigung und Weltveränderung. Er wollte ganz früh Zentralbankchef werden, linker Zentralbankchef. Also keine schwarze, sondern eine rote Null. Weil ich mir nichts anderes vorstellen konnte, weil mir fehlten aber auch so ich kannte auch keine anderen Berufe. Heute predigt er doch in seiner wöchentlichen Autofahrerkolumne im Zweifel links auf dem berühmten Comedy-Portal Spiegel Online überholt er seine Co-Revoluzer Sascha Berg und Sibylle Lobo mit links. Haute, haute, immer auf die. Zugleich arbeitet er zusammen mit seinen Geschwistern als Nachlassverwalter und künstliches Beatmungsgerät des Spiegel, jenem ehemaligen Sturmgeschütz der Demokratie, das heute als Erikus-Spitze des deutschen Papierjournalismus aus toten Bäumen zusammengetackert wird.
als um keine Meinung verlegener Verleger verlegt Augstein das Magazin Der Freitag, das aber donnerstags erscheint, was nur konsequent ist, nachdem der Montag längst nicht mehr Spiegel, sondern Fokustag ist und der Spiegel ja jetzt samstags statt montags, wenn Sie verstehen, wie ich meine. Deshalb jedenfalls kann ein Freitag auch mal ein Donnerstag sein und die Apothekenumschau eine Beilage mit Grippeviren enthalten. Solange klar ist, wo rechts und links ist, ist alles gut. Und rechts ist da, wo der Blome vom Augstein ist. Jeden Freitag, dem Samstag des Freitaglesers, läuft Augstein und Blome das Zirkus Halligalli für Studienräte auf Phoenix, dem NTV des Gebührenzahlers. Disco, Pogo, Dingelingeling, hey, das geht ab. Wir begrüßen den Mann, der rechts und links nicht verwechselt. Jakob Augstein. Wow. Also... Cool. Danke. Super gemacht. Vielen Dank. Das hätten die Kollegen von Phoenix so nicht hinbekommen. Ja, nee, die müssen ja auch Sarrazin interviewen lassen. Ja, schön, vielen Dank. Stimmt das mit dem Zentralbankchef wirklich? Wie kam es dazu, dass Sie das mal werden wollten? Das ist jetzt aber echt ernsthaft peinlich, nicht? Also, weil ich fand das toll, weil ich habe gedacht, die müssen immer nur Zinsen hochmachen und Zinsen senken und zwischendurch haben die total coole Anzüge an und stehen auf Cocktailempfängen rum. Und auf Cocktailempfängen stehen Sie heute auch rum? Nein, eigentlich nicht. Und den Anzug habe ich jetzt auch nur an, weil ich bei Sarrazin war. Aber ich hatte gedacht, das ist dann so Arbeit. Und ich habe dann gesehen, wahrscheinlich stimmte das sogar, meine Vorstellung. Also. Aber ich hätte den Posten nie bekommen. Aber ich glaube, das ist wirklich so. Ich hatte, glaube ich, sehr früh eine sehr realistische Vorstellung von diesem Job. Auch vom Journalistenjob? Ja, das ist ja eigentlich nicht so aufregend. Da sitzt man halt immer am Schreibtisch und schreibt. Das ist alles? Deswegen machen Sie das mit Blome, damit zwischendurch mal ein bisschen Leben in die Bude kommt. Ja, absolut. Ja, das macht wirklich Spaß. Ich muss sagen, das ist, seit wir das machen, ist das eigentlich so der Punkt in meinem Plan, der mir am meisten Freude macht. Das ist wirklich lustig. Weil das Spaß macht? Aber wissen Sie was? Weil am Anfang habe ich ja gedacht, das ist so eine rechte Socke, das stimmt natürlich nicht. Die Wahrheit ist natürlich, wir können das ja nur deshalb machen, weil wir ernsthaft unterschiedlicher Meinung sind und wir siezen uns auch in echt, also auch nachher duzen wir uns nicht und so. Aber er ist rechte SPD und ich bin linke SPD und weiter ist es nicht auseinander. Es hat ein bisschen gebraucht, bis ich das sozusagen spitz gekriegt habe. Ich glaube, sonst könnte man das auch nicht machen, weil wenn man wirklich so weit voneinander weg ist, dann haut das, glaube ich, nicht mehr hin. Wenn man ganz nah beieinander ist, geht es auch nicht. Also ich glaube, die Entfernung ist gerade so, dass man sich noch so auf Armeslänge, aber... versteht. Sie wollen damit sagen, Broder wird Blome nicht so schnell ablösen an Ihrer Seite? Sehe ich jetzt nicht direkt kommen. So, ist das denn so, dass man häufig auch unter Journalisten dann doch, obwohl man vielleicht sehr unterschiedliche Auffassungen hat und bei sehr unterschiedlichen Medien arbeitet, doch gut befreundet sein kann? Also es gibt ja diverse Beispiele. Mit Fleischhauer können Sie, glaube ich, auch ganz gut, oder? Ja, komischerweise verstehe ich mich immer mit den Journalisten am besten, die überhaupt nicht meine Meinung haben. Ist das so? Ja. Gregor Gysi sagte das auch mal. Er war am besten mit Guido Westerwelle, konnte er am besten um die Häuser ziehen, obwohl die komplett konträr waren. Ich kann linke Journalisten nicht ausstehen. Warum? Weil die so sind wie Sie und Sie dann denken, scheiße, das bin ich? Ja, also das kann natürlich sein, dass man sich dann immer sieht und sagt, so, oh Gott, hoffentlich bin ich nicht auch so. Ich muss mir hier sofort. Also das wäre natürlich die eine Möglichkeit. Die andere ist, dass die oft so spaßfrei sind. So, das ist so, viele Linke sind so, wie man es ihnen wirklich vorwirft, nämlich so irgendwie so spaßbefreit. Und das ist ja gar nicht mein Ding. Das heißt, aber wenn Sie linke Journalisten nicht mögen, können Sie 98% aller deutschen Journalisten nicht leiden. Ich halte das für ein Gerücht. Das stimmt gar nicht. Dass alle Leute immer sagen, das ist ja so ein AfD-Talk, nicht so alles so links versifft, so grün, 68er. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Also die Grünen sind ja keine linke Partei mehr. Also insofern stimmt es vielleicht doch. Aber also meiner Erfahrung nach sind die meisten Journalisten schwarz-grün. Ich glaube, wenn schwarz-grün an die Macht käme, ja, dann wären praktisch, glaube ich, 90% der deutschen Journalisten echt da, wo sie hinwollen. Ja, das ist, glaube ich, auch die Zukunft, wie man gerade in Baden-Württemberg sieht, oder? Ist jetzt aber nicht so links in dem Sinne, oder? Finden Sie das so links? Nee, finde ich gar nicht. Aber ich glaube, dass Schwarz-Grün tatsächlich die Zukunft ist. Das ist das, was wir alle schon längst sehen. Also jetzt hat die FAZ gerade geschrieben, als diese Koalition da gemacht wurde, da haben sich zwei konservative Parteien gefunden. Und ich glaube, das ist es. Ja. Das trifft es. Das ist doch der Punkt. Ja. Also es gibt... Übrigens auch nochmal von wegen Sarrazin und Integration. Also Cem Özdemir, also ich meine, Schwäbischer als der geht gar nicht. Und der zeigt, dass man Integration auch übertreiben kann. Also. Das Einzige, was ihn rettet, ist das Hanf auf dem Balkon, das Volker Beck jetzt anpflanzen muss.
Aber ich glaube das ernsthaft, das könnte die Zukunft sein, weil das ist doch letztlich das Leben, mindestens meiner Generation, würde ich sagen. Nämlich grün denken, grün reden und am Ende schwarz leben. Das ist doch genau das Ding. Ne? So eine Art Gefühlsvegetarier sein. Nur die Tiere essen, die man hässlich findet. Ja, ich war nie ein Grünen-Wähler und auch nicht ein Grünen-Sympathisant. Ich mochte immer Jürgen Trittin gerne und so. Und obwohl viele Leute sagen, das mit dem Dosenpfand hätte er nicht machen sollen. Aber es ist wahrscheinlich auch kein Zufall, dass die Grünen 2013 so gescheitert sind mit einem Wahlprogramm, was ja nur 5% der Deutschen echt auf der Tasche gelegen hätte, nämlich den Reichsten, allen anderen nicht. Aber dann fanden die Wähler, nee, das Geld ist doch bei den reichen Leuten besser aufgehoben. Und da kann man den Leuten dann auch nicht helfen, das ist so.